Moin, moin, meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Banabench. Und ich wollte euch einfach nur kurz sagen, ich habe gestern ein paar Aufnahmen gemacht, als ich bei der Live-Show von Luke Mockridge war. Und diese will ich euch natürlich nicht enthalten. Und ja, ich packe hier einfach ins Video noch ein paar mit den Aufnahmen rein. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei diesem kleinen Video. Und ciao! Ganz allein, jeden Tag. Schon 12 Uhr, wie kann das sein, dass mich keiner Kindergarten ist aus. Mütter nehmen ihre Kinder mit nach Haus. Nur meine Mama hat wieder Besseres zu tun. Sitzt hier voll abgefuckt neben Asi-Kind Murat, der meine teuren Wachsmalstifte abgezogen hat. In meiner Hand eine Pappsternschnuppe. Schnuppe? Selbst gemacht. Betreuerin geht erstmal eine rauchen. Murat sagt, geil, ich bin eine Kippe gebrochen. Wo ist meine Mama? Kindergarten ist aus. Mütter nehmen ihre Kinder mit nach Haus. Nur meine Mama hat wieder Besseres zu tun. Sind sie voll abgewacht? Jeden Asi-Kind. Oh Gott. Im Leben kennt man den Wichser auch, ne? Da wisst ihr, dass der Murat echt voll gemein ist, ne? Der denkt echt, der wäre der Chef in der Eisbärgruppe. Der hat sogar ein eigenes Büro in der Puppenecke. Ich will doch nur, dass meine Mama kommt und mich abholt. Wo ist meine Mama, ey? Hier, da hinten geht die Tür auf. Ist das meine Mama? Meine Mama ist hier, mich abzuholen. Mama, da bist du ja. Mama, wo warst du denn die ganze Zeit? Mama, Mama, ich bin hier. Mama, hier bin ich. Meine Mama guckt sich um, sagt, ey, was guckst du so dumm? Weißt du, Luke, du wolltest in den Kindergarten. Du bist 19 Jahre alt. Das war dein Wurmspraktikum. Spaß. Ja, ich bin wirklich weit geflogen und es gibt ja hier auch es gibt in Düsseldorf gibt es einen Flughafen, den gibt es auch ähnlich hier. Also in Düsseldorf gibt es einen Flughafen, der heißt Düsseldorf-Weeze. Und das ist ähnlich wie Hamburg-Lübeck. Das ist so ein Flughafen, wo Ryanair fliegt. Seid ihr mal mit Ryanair geflogen? Das ist widerlich, oder? Ryanair ist furchtbar, Alter. Da kannst du froh sein, wenn du einen Sitzplatz hast. Ich bin damit geflogen, ich hatte panische Angst die ganze Zeit. So die Hälfte steht im Flieger, also. So freie Platzwahl im Flieger, ne? So die besten Plätze werden hart umkämpft, ne? Das ist so, alle kommen so rein, so Kinder werden so weggetreten. 4 Mexikaner sprinten im Huhn hinterher, so andere, andere, andere. Was ist hier los, Alter? Und jeder Flug ist auch irgendwie gleich, ne? Man sitzt dann so und man freut sich, dass es losgeht. Und bevor es losgeht, muss sich auch erstmal der Pilot melden aus dem Cockpit. Das ist auch immer ein toller Moment, ne? Wenn der Pilot dir die komplette Route an den Kopf ballert. Alle sitzen da, freuen sich und dann so von vorne so. Flug, Kapitän der Dinosaurier, ich bin der Sitzungsführer von Flugzeugen, Süd-Ost, Kreislinie Nord. Der Einheitsführer aus dem Ort. Co-Pilot, danke. SpongeBob Hitler. Und wie sagt man, gehen? Dort ist man froh, dort ist man.
man mir nur Gnade spüren. Ich will's wissen, endlich wissen. Ich bin bereit und sehr interessiert, was man umweist. Hab viele Fragen, braucht darauf Antwort. Was ist Feuer und wie es ist?